Oh, gehen wir doch einmal ins Dorf, ne? Halt! Keine Waffen erlaubt! Moment mal! Tu mal einfach so, als hätte ich dich nicht erkannt und du gehst unbehelligt deiner Wege. Das muss doch jetzt nicht eskalieren oder so. Und dass ich deine fiese Vogelfratze hier ja nicht nochmal sehe, du Freak. Halt! Vielleicht hast du mich durch diese Maske da nicht richtig gehört! Wir hatten das Thema doch schon mal, Meister. Du hast ja nichts zu suchen. Und jetzt die Leine, bevor ich die Geduld mit dir verliere. Finde ich ja nett, dass ihr tatsächlich einfach so gehen kannst. Halt, vielleicht hast du mich durch diese Maske noch nicht richtig gehört. Du sollst hier nicht rein. Jetzt verschwende einfach. Hau ab, okay? Okay, so langsam gehst du mir echt auf den Knobelbecher. Ich hab als Wache viel zu tun. Ich hab keine Zeit für den Quatsch hier. Kannst du nicht einfach gehen? Halt, vielleicht hast du mich diesmal durch die Maske wieder nicht gehört. Okay, so langsam. Okay. Gut. Jetzt sagt er immer sein. Guck mal, wo ich jetzt hinkomme. Guten Tag. Psst, hey, Black Knight. Bewache noch immer deinen Geheimeingang. Aber den Schlüssel habe ich verloren. Der Schlüsseldienst dürfte so in ein, zwei Wochen kommen. Vielleicht kannst du ja bis dahin noch warten. Okay. Geheimeingang ins Geheimlabor, ja? Gut. Ja, so viel zum Schlüsseldienst. Was sagt er jetzt dazu? Tja, dann kann ich den Schlüsseldienst wohl absagen. Das war das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Hätte ich wahrscheinlich auch von der anderen Seite jetzt besprengen können, ne? Und von der Seite, von der ich das jetzt gemacht habe. Okay, guten Tag. Mona, wir haben da ein großes Problem. Man hat uns entdeckt. Ach, die Sache mit Black Knight. Ja, die Zauberistin hat mir alles erzählt. Kein Grund vor Sorge, den Schnabel krumm zu machen. Der Depp hat doch nichts gegen uns in der Hand. Schau mal. Gedanken müssen wir uns nur um die letzten Zutaten machen. Bis dahin müssen wir hier noch unser Schattendasein fristen. Ja, die Essenzen. Ich werde sie mir ausbauen. Schön. Und während du das machst, forsche ich noch etwas, damit es bei uns noch mehr knallt. Du weißt schon, man sagt ja, je größer die Explosion, desto besser der Alchemist. Ja, ab an die Arbeit. Okay. Holla! Diese Aufzüge machen immer so viel Spaß und so schwindelig. Eine wahrhaft schwindelerregende Technologie. Egal, willkommen zurück im Trankinarium. Also, woran arbeiten wir? Ich guck mal im Shop. Hülse, Pulver, Zünder, Eier. Diese Bogenhülse fliegt in einem Bogen durch die Luft, bevor sie zu Boden stürzt. Leuchtspurpulver erzeugt Flammen, die Wände hochkriechen. Maximal zwei Bomben, okay? Zünder, Schneckenzünder, detoniert erst lange nach dem Werfen. Kaskadenpulver. Erzeugt eine Feuerwalze in beide Richtungen. Und Explosion. Schwebeexplosion. Schwebt langsam zu Boden. Drücke nach unten, um erneut zu fallen. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung. Das auf jeden Fall kaufen. Fliegt in einem Bogen durch die Luft, bevor sie zu Boden stürzt. Jo. Und der Rest, keine Ahnung. Detailliert lange nach dem Werfen, ich weiß ja nicht. Das würde mich ja interessieren, ne? Und halt das hier, aber da bin ich genug für. Okay. Wie sieht das jetzt aus? Bogenhülse. Ah, okay. Ja,
Ist okay. Labor. Okay. Ich habe da einige neue Spielzeuge entworfen, doch die müssen wir erst noch bauen. Als Material brauchen wir 40 Schiffrennmünzen. Hör mal, ich kann diesen Kram nicht für lau bauen. Wenn du also keine Münzen hast, geht's auch nicht weiter. Okay. Was haben wir hier? Ach, guck mal. Ich glaube, ich hab's. Pulver sorgt für die Explosion. Der Zünder bestimmt das Timing und die Hülse wirkt sich auf die Flugbahn aus. Okay. Und mit dir? Ach, hallo, Pegnite. Pegnite hat versucht, mich zu verwirren, aber ich glaube, den habe ich abgeschüttet. Ob geschäftlich oder privat, deine Geheimnisse sind bei mir sicher, Pegnite. Egal, ja, natürlich. Du stehst doch auf Tränke, oder? Ja. Okay, dann kriegen wir halt diese Tonikum-Dinger. Gut. Was mit dir? Oh, ich habe deine Speziallieferung abgeholt. Willst du mal sehen und deine Rechnung berechnen? Ja. Okay, aber man wirft sie in ein funkelndes Loch und schau, was nach oben geflogen kommt. Okay. Also möchte ich gerne angeln, ja? Und ich wirf sie in ein funkelndes Loch und schau, was nach oben kommt. Okay. Ah, okay. Alle arbeiten so hart. Tja, und Olong helfen will. Helfen kann machen Musiker. Aber wir wurden müde, einschlafen als aufgewacht. Fast alle Musiker vergessen, arme Olong. Wir denken sehr stark. Einer mehr Musiker vielleicht. Kann ich, dann ich helfe. Ich helfe Forschung. Also Dr. Ritter, Olong bereit. Du höre jetzt Musiker nochmal. Manchmal spiele mir ein Lied. Ja, bravo. Beste Musiker, ich kenne, ich erinnern. Gutes Lied zum Nachdenken. Ja. Okay. Oh, Black Knight, ein guter Freund. Hast du einen Moment Zeit für mich? Was kann ich für dich tun, Percy? Mir ist das Papier ausgegangen und auf meinen Huf passen einfach keine ballistischen Formen mehr. Ich bin am Ende. Hey, brauchst du zufällig auch noch Kleber? Ich weiß nämlich, wie wir welchen machen können. Hey. Oh, das ist aber nett. Vielen Dank, aber Papier reicht. Sieht mitgenommen aus. Vielleicht kann ich mich ja mit einem liebevollen Rat revanchieren. Okay. Papier. Gut, müssen wir halt einmal besorgen. So, aber zuvor. Was haben wir hier? Den Apfelsteich. Guten Tag. Hier ist definitiv nichts, Chef. Ich habe alles gründlich durchsucht. Sollen wir dann weiter? So, der ist schon mal weg. Ich untersuche auch nochmal. Wie ist das jetzt, wenn ich da hingehe? Dann bin ich tot. Okay. Muss man ja austesten. Alles klar bei dir? Ich weiß, dass bei dir nicht anfassen oberstes Gebot ist, aber ich musste dich einfach retten. Bitte jag mich nicht in die Luft. Was hat er davon? Okay. Gut, dann. Dann machen wir diesmal zuerst den hier. Lass uns experimentieren. Doch beim letzten Mal hatten wir erst King Knight klar gemacht. Ja, was soll's. Der verschwindet einfach, okay. Okay, es ist auch ein bisschen doof, ne? Jetzt treffe ich hier die Dinger auf dem Boden nicht. Das ist ja auch ein bisschen suboptimal, ne? Ja,
kann man sich besser vorstellen. Ich komme da nicht hoch. Ein Tonikum. Ein Toter. Durch den Elektrofrosch. Dann halt nochmal. Ich bin da ja nicht so. So. Also letztendlich, ne, scheint so, als hätten die ganzen Level immer noch ihre normale Levelstruktur. Aber, ne, sie spielen sich halt anders, ne, dadurch, dass halt einfach nur was relativ Kleines jetzt geändert wurde. Und der Charakter. Und dass wie er sich halt verhält und wie er halt gespielt wird. Ist schon krass. Dann das Spiel halt ein ganz anderes letztendlich halt wird. Von der Machart her. So, was haben wir hier? Und das da oben komme ich ja nicht mehr ran. Geh weg. Danke. Was haben wir hier, ne? Skeleton King. Aua. 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 So. War das vorher auch? Ich weiß es nicht. Scheint mir neu, das Gebiet hier. Ich weiß auch nicht, ob ich das überlebe. Einmal hier runter. Und die Kiste. Ja, ich sterbe hier nicht im Wasser, ne? Doch, ich sterbe im Wasser. Ich wusste nicht mehr, wie das jetzt war. Ob Shovel Knight auch im Wasser stirbt. Gut. Ich lerne halt wieder dazu. Muss halt auch sagen, ne? Von der Aufnahmesession von der letzten Shovel Knight-Aufnahme bis hierhin ist auch über ein Jahr vergangen. Weil ich mir halt auch so gedacht habe, so, ja, ne, warten halt, bis hier Kindheit halt auch kommt. Da, ja, dann kann ich auch mal eben schnell die anderen Beine machen. War ja eine tolle Idee. Da merkt ihr die Kraft von mir. So. Aua. Hey. So. Okay. Nee, falsch, das ist das. Jetzt wieder wechseln. Wieder zwischen den Dingern unterwechseln. Hier könnte ich. Ah. Das macht es ein bisschen angenehmer. So. Ausblender-Medaillon, ein wertloses Relikt. Ich will ja irgendwer diesen Teil mir haben. Ah, okay, hier haben sie es so dann gelöst. Okay. So, dass das dann letztendlich halt irgendwie eine Art Quest-Gegenstände werden, ja? Okay. Oh, meinetwegen, warum nicht? Nein. Oh, ja. Okay.
Na komm, voll in den Himmel. Nochmal mit. Diese Frösche sind ganz schön geladen. Hey. Hey. Boah. Boah. Sterbe ich hier an so einem. Hast aber auch dann, ne, durch diesen Bombensprung dann so einen Boost drauf. Das ist schon nicht mehr schön. Also eigentlich ist es schön, aber es sorgt halt auch für Probleme. Jetzt aber vielleicht mal mit Schmack ist jetzt irgendwie vernünftig drüber. Okay. Ich muss das hier wieder wechseln. Ich den da oben treffe. Nicht so toll. Okay, vergessen wir diesen Weg, gehen wir woanders lang. Sofern wir denn wirklich woanders hin können. Hoffen wir mal, dass wir da rumlangen können. Sonst habe ich da so ein mittelschweres Problem. Aber es sieht bislang eigentlich okay aus. Geld haben wir auch schon keins mehr, so nach dem Motto. Jetzt hier irgendwie gemütlich durch, ja? Okay. Checkpoint, hey! 3000 Jahre später. Okay, keine Bombe, das hat mich schon fast gewundert. Hier kann ich wieder einen Fisch reinwerfen. Zack. Jetzt kann ich da Fisch reinwerfen. Noch ein Tonikum, dass ich den mitnehmen kann. Ui, toll. So. Und ein bisschen Kleinkram. Immerhin. Kann vielleicht so ein bisschen Kosten mindern, was wir da so verursacht haben.